In der Praxis von Dr. Vogt geht es Schlag auf Schlag. Der Terminkalender des Kinderarztes komplett voll. Immer mehr Kinder und Jugendliche sind krank. Erkältungen, Atemwegserkrankungen, Husten. Hinzu kommt eine anhaltende Welle, erleidet von Infektionen durch Mykoplasmen und Keuchhusten. Da sehen wir tatsächlich eine ungewöhnliche Häufung seit fast 8 Monaten, die ununterbrochen läuft. Mykoplasmen sind Bakterien, die die Infektion auslösen. Gleichzeitig aber fehlt es immer noch an Impfstoffen und dringenden Medikamenten. Es sind tatsächlich 1300 Medikamente immer noch auf der roten Liste gelistet. Und wir spüren auch den Mangel auch jetzt noch. Aufgrund der Mykoplasmenwelle müssen wir schauen, wo wir hier die Antibiotika brauchen, um die Kinder zu versorgen. Das ist tatsächlich auch noch jetzt unser täglicher Kampf. Der Medikamentenmangel, ein Riesenproblem. Auch mit Blick auf die RS-Virus-Infektion bei Kindern, die ganz langsam auch wieder zunimmt. Wir hoffen jetzt mit dem neuen Impfstoff, den wir da bekommen haben, dass wir dadurch eine große Welle, wie wir in den letzten 2 Wintern hatten, einfach ein bisschen weniger haben werden und damit den Kleinsten ganz viel Leid ersparen können. Allerdings auch der RSV-Impfstoff ist teilweise leider Mangelware. Und so könnten viele betroffene Babys und Kleinkinder dann wieder im Krankenhaus landen.